Und wieder was Neues. Snickers Butterscotch. Aus welchem Land kommt das? Und wer nicht genug bekommt, täglich neue Infos auf Instagram. Schaut gerne vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu Supermarkt News. Heute haben wir wieder was Besonderes aus dem Ausland. Und zwar Snickers Butterscotch Flavor. Wo kommt das her? Was ist das? Schmeckt das? Das alles werden wir jetzt beantworten. Und es kommt, wie auch schon das Snickers Fruit, aus Indien. Butterscotch ist eine Nachspeise, die normalerweise mit Butter und braunem Zucker hergestellt wird, also kalorienmäßig richtig heftig. Hier seht ihr die Kalorien, also ein Riegel 40 Gramm hat 200 Kalorien. Ich blende euch hier mal unten ein, was normaler Snickers Riegel hat, zum Vergleich. Und das sind die Zutaten, ziemlich klein, ich hoffe, man kann es erkennen. Und jetzt werden wir mal aufschneiden und schauen, was es damit auf sich hat. Okay, der hat schon durch den Transport ein bisschen drunter gelitten. Macht aber nichts. Wir werden testen. Und jetzt wird erstmal aufgeschnitten. Also let's go zum Aufschneiden. Ein sauberer Schnitt. Das ist das Ergebnis von innen. Also richtig dicke Erdnüsse. Bisschen Konsistenz ist weich, sehr viel Karamell und unten ist dieses Butterscotch. Ist auch ein Pudding, also Pudding kann man daraus ausmachen und Likör gibt es auch. Also gibt es einige Verwendungszwecke und jetzt werde ich auf jeden Fall mal testen. Das ist ein wirklich interessanter Geschmack. Kennt ihr das, wenn ihr bei Toffifee nur die, also wenn die Haselnuss raus ist und ihr eigentlich nur die Schokolade auch schon mit der Zunge so rausgeschleckt habt und der Rest schmeckt so wie das plus diese Erdnüsse. Es ist mir ein Tick zu süß, aber ich glaube für Karamell oder Toffifee ist das genau das Richtige. Also das ist dann wirklich der Himmel. Von dem braunen Zucker ist bei mir jetzt nichts so geschmacklich rübergekommen und viel Butter auch nicht, aber für Karamell und Toffifee ist das genau das Richtige. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Outro. Bis dann.